Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der eine oder die andere von euch hat vielleicht auf einer Nordlandreise Papageitaucher gesehen. An manchen Orten kann man sie nur aus gewisser Entfernung beobachten, so darf man diese norwegische Insel zur Brutzeit nicht betreten. Man darf mit dem Schiff in ihre Nähe fahren und kann die Papageitaucher in Schwärmen fliegen und schwimmen sehen. Nun gibt es aber eine Insel, auf der man erfährt, dass dort 60% der globalen Brutpaare sind. Die Insel ist bewohnt, nicht nur von einem Vogelwart, sondern von über 4000 Menschen. Ich stelle euch nun zunächst einmal diese faszinierende Insel vor und komme dann zur A wie Fauna, zur Vogelwelt mit dem Papageitaucher. Welche Insel ist das? Sie heißt Heimaey und ist die einzige bewohnte unter den Vestmannaeyjar oder Westmännerinseln. Diese Inselgruppe gehört zu Island und liegt südlich der Hauptinsel. Vom isländischen Hafen Landeyjahöfn gibt es täglich mehrere Verbindungen nach Heimaey. Am 14. November 1963 stieg im Süden der Vestmannaeyjar eine neue Insel aus dem Meer. Ganz Island ist vulkanischen Ursprungs. In mehreren Ausbrüchen von 1963 bis 1967 entstand eine Insel, die den Namen Surtsey bekam. Sie ist heute das südlichste Stück Land Islands. Dort untersuchen einige wenige Wissenschaftler die Sukzession von Flechten, Pflanzen und Tieren. Kein anderer Mensch darf Surtsey betreten. Bei klarer Sicht sieht man Surtsey von Heimaey aus in der Ferne. Auf diese Sicht musste ich über 2 Tage warten. Keine 10 Jahre später gab es einen verheerenden Vulkanausbruch auf Heimaey. In der Nacht auf den 23. Januar 1973 riss die Erde auf und feurige Lava überrollte viele Häuser. Einem glücklichen Zufall war zu verdanken, dass alle Menschen rechtzeitig evakuiert werden konnten, denn am Vortag hatte es Sturm gegeben, deswegen waren alle Fischerboote im Hafen. Nachdem der Ausbruch am 3. Juli offiziell für beendet erklärt wurde, zogen viele Menschen zurück auf ihre Insel. Über ein Jahrzehnt reichte die Wärme des neuen Vulkans, um damit alle Häuser der Insel zu heizen. Der neu entstandene Berg heißt Eldfettel, was man übersetzen kann mit Feuerberg oder kleiner Vulkan. In den unteren Lagen hat die Vegetation den Berg schon wieder eingenommen. Nach oben hin wird sie spärlich mit wenigen Arten in überschaubaren Individuenzahlen, bis sie schließlich ganz aufhört. Außer Fischfang betreiben die Menschen Schafhaltung. Die Rasse ist das auch auf der Hauptinsel verbreitete Islandschaf. Die extensiven Schafweiden sind Hotspots floristischer Biodiversität. Man findet viele Pflanzen, die man auch in Hochlagen Mitteleuropas auf Weideland findet. Ein Beispiel ist die Mondraute, die ich von Alpenweiden gut kenne und meinen Studenten im Feldberggebiet im Schwarzwald zeigte, vergleicht hierzu den Geobotanikkanal. Zu mehr Details über den Wert der Weidewirtschaft für die Biodiversität verweise ich auf mein hier gezeigtes Buch. Und wenn ihr das fleißig kauft, kann hoffentlich mal eine erweiterte Auflage erscheinen, die auch Island mit berücksichtigt. Von den Pflanzen gehen wir nun über zu den Vögeln, von denen etliche auch die Schafweiden zu schätzen wissen. Andere Tiergruppen sind in Island nicht so artenreich vertreten. Natürlich gibt es Insekten, etwa die Erdhummel, aber sie sind nicht allgegenwärtig. Unter den Vögeln dominieren die Meeresvögel, darunter mehrere Arten von Möwen. In Hafennähe findet man, so man zur rechten Jahreszeit kommt, eine große Kolonie von 3 Zehenmöwen. Wo die Möwen schrien, gell ins Dorngebrus, da ist meine Heimai, da bin ich to Hus. Felsentauben sind auf Heimaey häufig. Felsen zum Brüten finden sie zur Genüge. Ihr wisst, dass die Felsentaube die Stammart der Haustaube ist.
Hier sehen wir links einen Goldregenpfeifer, rechts einen Rotschenkel. Verzeiht das unprofessionelle Wackeln, ich bin auf Sie zugelaufen. Austernfischer sind auf Heimaey ebenso häufig wie im Küstengebiet der Hauptinsel. Und jetzt möchte ich eure Geduld nicht länger auf die Folter spannen, sondern komme endlich zum Papageitaucher. Rundherum um die Insel gibt es viele Steilküsten, oberhalb derer Papageitaucher brüten. Sie brüten bekanntlich in Höhlen. Des Weiteren zeige ich euch nun ein paar Videoclips. Genießt diese putzigen Tierchen.